Herzlich willkommen zur weiteren Folge 7 Days to D. So. Sind gerade wieder in einem anderen Haus. Bisschen was gucken. Staune ja auch, was hier alles Schönes gibt hier. Auch Stacheldraht. Das ist ein schöner Keller. Bin hier nicht alleine. Das ist heftig. Das heißt zwar auch entsprechend. Das sind zwei. Ich konnte nicht ausweichen, das war mein Problem. Schon wieder tot. Aber das Problem, das nicht da ist, ist gelöst. Also, wenn jetzt noch die beiden noch leben würden, wäre schlecht. Aber so laufen wir kurz rüber. Leider ist das so, ne? So. Wir wissen ja wohin. Da jetzt rot. Ach, Kaje. Der Sensenmann. Muss kalt hier sein irgendwie. Ich glaube, jetzt ist der Neulingsschutz vorbei, oder wie Ding heißt. So, wir waren im Keller. Weiß ich nicht, was bedeuten soll. Setzt man. Mal ganz kurz gucken. Ach so. Ja, gut, das hier. Typisch Englisch. Wieso ist jetzt rot? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Spritze. Und Kochrezept, glaube ich. Lampe und Hackebeil, 3. Aber wie gesagt, ich muss mal gucken, was das bedeutet. Okay.
Trauma. Muss ich googeln. Das ist ein Weinkeller. Das ein Gulli, ist ein Abfluss oder Versteck? Ein großer Gulli, ne? Für den Keller. Ob wir hier Wein rauskriegen? Nein, nur Bretter. So. Mal schauen und dann abbauen können. Großer Hammer. Ein Messbecher zum Kochen und Ölschiefer. Ich meine, die Zombies wäre ja ganz gut hier, ne? Da kommt ihr nicht durch. Beziehungsweise die hat sich hier durchgekämpft. Und von daher baue ein anderes Haus, was widerstandsfähiger ist, höher gelegen ist, dass man von da aus entsprechend reagieren kann. Das heißt, man kann von da abballern, wenn sie kommen. Da gesammelt irgendwas Schönes. Benzin und eine Feder. Kühler. Sieht aus wie eine Lichtmaschine. Öl. Guckt man weit mehr als wenn man das Ding zerlegt. Ne? Eine Lampe. So machen wir hier im Keller. So nicht gestört werden. Ne? Ein Topf. Das Zimbel. Das finden wir in der. Ja. Darunter ist noch was. Matratze. Aber da unten ist noch was, aber wie komme ich da hin? Ah, ich bin ja so schwer. Oder ist das ein Keller, ne? Kann sein. Es wird ein Keller sein. 17. Ich bin zu schwer. Keine Schaufel gefunden. Ungünstig. Aber eine andere Axt.
So, dann kommen wir vorwärts. Und Stein. Zeitraffer, ich kann nicht leider laufen, bin überladen. 17-fach. Kaputt. Mit der Steinschaufel ist ein bisschen mühsam, finde ich jedenfalls. So, schauen wir alles an. So. Feder. Benzin. Autokühler. Wildbretteintopf. Hundefutter. Naja. Zur Not. Das wird einfach auf liegen, ne? Öl. Suppe ist gut. Bier. Schrott. Munition. Eiserne Feueraxt. Stimmt es auch nicht besser. Licht. Tabletten habe ich noch nicht gefunden, da haben wir behalten. Messbecher, ganz, ganz wichtig. Messbecher fürs Kochen. Da habe ich hier irgendwo einen Topf gefunden. Ein Kochtopf. Wir können jetzt Gerichte kochen und entsprechend Messbecher was ausmachen. Eisenstiefel. Motor nochmal für Dings hier. Was das bedeuten soll, weiß ich noch nicht. Das ist ein irgendwas gelernt. Das ist eine Spritze. Ölschiefer. Ja. Was heißt das? Wir müssen was bauen. Neue Kiste. Ach so, da unten ist ja. Tja, wir brauchen Dings hier. Dringend brauchen wir was zum
Ja gut, war nicht so absichtlich. Papier soll da nicht rein. Das auch nicht. Ebene E. Trübes Wasser. Spiritus. Gucken wir mal nachts mal, ne? Mal was essen. 4, 5. Nächste. Trinken. Ja, mache ich hier Feuer. Eigentlich Blödsinn, ne? Wir müssten eigentlich in den Keller gehen. Und zwar hier. Und ganz kurz reparieren. Und das Stück da, was da entfernt, was rumliegt. Oh. Drei Dings da, faules Fleisch. Müsste Leben ergeben, ja. Deine. Gut, okay. Wir machen Lagerfeuer. So. Denn hier dürfte kein Licht da draußen scheinen, normalerweise. Werden wir hier entsprechend ich habe ja noch einen Stahlhammer jetzt dabei. Level 6. Ja, Pump, ne? Aber das muss sein, wenn da oben noch nichts ist, was los ist. Hauptsache die Zombies sind nicht aktiv oben. Was trinken und gebe voller Kraft weiter. Müssen wir mal sehen. Ah, sieht so aus, wenn wir im Level zurückgehen, ne? Kenne ich so nicht, aber gut, mal schauen. Bleibst du oft gestorben, entsprechend ist das Trauma jetzt, da steht da unten dran. Ne? Zack, zack.
paar Mal noch. Ein Snipergewehr wäre nicht schlecht. Wenn die alle erledigst von weit weg, dann kannst du glauben, dann kannst du so schnell aufsteigen. Glaub's gar nicht. Besonders die dicken Hosen im Norden, ne? Also die. Kein Wunder, dass ich mir gestorben bin. Die haben sie nur die Hälfte XP, was die kriegst hier. Bei den etwas kleineren. Und die hast du, da hast du nur die großen gehabt, ne? Also ich muss dringend was lernen mit Schmieden. Ah, es kommt Lieferung. Die Lieferung für Notrationen ist gekommen, wo keine Arbeit ist. Bis bei dem Punkt finden, wo er ablädt. Ach je, ach je. Bin ich schwer enttäuscht. Alter, das hier diese andere Waffe. Ah ja, gut, okay. Munition haben wir glaube ich auch irgendwo. Ah, da ist ein Rohr. Blick ich nicht ganz durch mit der Werkbank. Vielleicht brauche ich Rezepte dafür. Zement oder sowas. Tja, da ist noch eine Tür, die haben wir zugemacht. Wir müssen überladen, wenn wir leer machen. So, was haben wir Schönes? Ach, Knochen vom Keller. So, leere Gläser. Oh. Was können wir hier entsprechend reintun? Das geht so nicht. Essen. Knochen. Leder. Steine. Hier haben wir Rohre. Hütchen. Haben wir auch Munition bei? Ne, aber Wasser. Aber Wasser. Fett haben wir hier noch. Hose. Können wir Bäume pflanzen. Und Bretter haben wir auch genug. Erstmal. Munition.
Zement. Mittlerweile kriege ich schon richtig Probleme. Blei, die essen wir gleich. Da ist er weg. Wer dort das Fleisch? Federn. Knochen haben wir garantiert keine. Leere Gläser. Das werden wir da oben hin tun. Neben der ein Dollarschein oder mehrere Scheine. Sand. Steine. Nitrat. Tablettenpapier. Bretter, Kleidung. Hier ist es voll. Für Auto. Fleisch ist nebenan. Schrott behalten wir zum Bauen. Ein bisschen sortieren. Ja, Auto war gut. Kanister. Bäume. Dort ist Fleisch. Cash. Das können wir noch hier lassen? Das ist doch. Kühler fürs Auto. Dose. Wir müssen jetzt eine dritte Kiste nehmen. Bauen. Und zwar unten im Keller. Erstmal komplett leer machen. Sortieren kann. Munition aber nicht halt bei mir. Ja. Was zum Essen? Mehr Geld habe ich nicht. So. Da ist auch Schrott. Ah. Was zum Leeren. Trübes Wasser. Schrott. Ein bisschen sortieren.
Boah, du hast den Keller nicht anbrennen. Mit dem Hammer muss ich aufpassen. Einmal Messbecher, Glaskrug, Kochtopf. Dann brauchen wir Spiritus nicht. Tropfe Wasser. Es ist doch kein Hundefutter. Da muss ich schon sterben sein. So. Vielleicht muss man eine gewisse Zeit lang überlebt haben, dass dann das Ding da weggeht. Aha. Gut. Zum Bad Medizin. Beinahe zugeschlagen. Ja, da brauchen wir auch. Federn nur für Pfeile. Da haben wir richtig viel Bretter. Das Zeug liegt da rum. Mal eine Taschenlampe nehmen. Da brauchen wir eine. Können wir aber Wasser kochen, du. Gut, dann bauen wir mal eine neue Kiste und dann entsprechend hier die Sachen halt dann da rein. Im Keller. Dass wir die Sachen zum Essen im Keller haben. Das halte ich persönlich für richtig. Wo ist der Keller? Da geht's raus. War ich schon mal aufgeräumt gewesen? So. Messbecher, Kochtopf. Wir können also theoretisch schon mal kochen, zum Beispiel Ei. Wir werden jetzt einschalten. Beziehungsweise mal wir werden jetzt maximal Wasser, was wir haben, alles kochen. Da hätten wir auch kein Messbecher gebraucht, sondern einfach nur Feuer und die Lagerstelle. Jetzt können wir in aller Ruhe hier wieder rausgehen. Wenn wir uns hier eine Kiste bauen. Die werden wir uns jetzt hier hinstellen. Genau. Können wir unser alles fürs Kochen hier rein tun. Das vielleicht nicht, aber die beiden machen wir zum Essen. So, mal gucken. Ja, schauen wir mal. Das kocht in aller Ruhe durch, da passiert nichts. Wasser ist immer gut.
Wir würden mal sehen, dass wir jetzt sehen. Uns wieder ausrüsten mit notwendigen Utensilien für sofortige Reparatur. Wir haben mit Steine, wir haben Bretter brauchen wir. Oder du fährst hier immer noch und hacken die Bretter, das ist kein Problem. Wir werden mal schauen. Steinachs haben wir. Wir werden mal anschauen, was wir uns an Klamotten noch anlegen können. Ob das Sinn macht. Tja, wenn wir die nicht haben, können wir die auch nutzen, ne? Wir müssen nur mal schauen. Zurzeit haben wir Nahrung, haben wir Überschuss, Wasser auch. Ah, das passt. Fühlt sich an wie? Ah, das passt. Zombie Kills. So, Mantel. Siehste. Vor allem eine richtige Hose, ne? Na, das passt da sogar. Sind schwer, ne? Gut, die drei Sachen können wir zurücklegen. Das haben sicherlich bessere Werte. Oder auch nicht. Minus 5. Schuhe wieder rüber. Das brauchen wir, das kann auch rüber. Normalerweise kann die weg. Aber gut. Hat man nicht noch mehr Geld gehabt? Da ist kein Geld bei mir, ne? Ne, da ist nichts. War da mehr Geld bei? Können wir eigentlich vergessen hier. Kampfanzugshose, naja, gut. Lassen wir lieber so. Wir machen ein bisschen Holz. Das kann dazu. Wasser kommt von alleine. Das ist die 8. Gut aus, ne? Wir machen mal Holz oder wir machen mit der Steinachs Holz, weil wir brauchen ja unbedingt, Eisen, Eisenbahn. Wir gehen mal an der Straße entlang, vielleicht finden wir noch irgendwas Gutes, was wir brauchen können. Manchmal ist ja mal, ne? Leere Haufen. Aufräumen. Hier gibt es Klumperzeug. Da waren wir schon.
Beeren nehme ich ganz gerne. Sind aber keine gewesen, aber Holz. Apropos Holz. Zwar 1000 im Lager, aber ein paar mehr kann ich haben, ne? Man kann immer nur genug haben. Oh, schon wieder voll Ende. So, die Show, das soll es voll gewesen sein. Die eine war kürzer, die ist noch länger. Sag mal, tschüss und winke, schau, schau. Das dauert ein lauer nach Russland. Sag mal, tschüss und winke, bis ein fleißiges Video. Danke fürs Reinschauen, tschüss.